Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Reifenberg. Sehr geehrter Minister Lewenz, liebe Mitglieder des Stadtvorstands, Männer wie Frauen, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Herr Personalratsvorsitzender Limburg, liebe Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, liebe Gäste, Freunde und Familie. Heute ist ein besonderer Tag in meinem Leben. Es ist meine offizielle Amtseinführung als neue Oberbürgermeisterin. Es sind gerade viele verschiedene Gefühle, die mich berühren. Diese Stadt ist für mich Heimat. Und gerade deshalb macht es mich besonders stolz, dass die Bürgerinnen und Bürger von Ludwigshafen mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mich zu ihrer Oberbürgermeisterin gewählt haben. Das war heute genau vor 87 Tagen. Damit stehe ich seit dem 1. Januar für alle Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner in der Verantwortung. Natürlich sind an jede Wahl Erwartungen geknüpft. Die Bürgerinnen und Bürger haben in mich das Vertrauen gesetzt, dass ich in den nächsten 8 Jahren für unsere Heimatstadt, ich sage es mal so, Gutes tun und unsere Stadt in eine für alle Menschen lebenswerte Zukunft führen werde. Das ist eine große Aufgabe. Wir haben gerade zusammen von den Musikern unserer städtischen Musikschule das Lied Wind of Change gehört. In einer Liedzeile heißt es, Take me to the magic of the moment. Und dies gerade hier ist ein Magic Moment für mich. Diese Amtskette hat ihr Gewicht. Ich nehme es sehr deutlich wahr. Diese Amtskette ist für mich ein Symbol für Ehre, Vertrauen und Gerechtigkeit. Aber, und das sage ich noch einmal sehr deutlich und vehement, sie ist für mich kein Symbol autoritärer Macht und darf es auch niemals sein. Ich stehe für gelebte Demokratie. Dazu gehören Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Unverfälschtheit und auch der Mut, unbequeme Wahrheiten zu benennen. All diese Werte werden deutliche Zeichen meiner Amtsführung sein. Gelebte, echte und damit ehrliche Demokratie bedeutet für mich auch nicht, an Parteigrenzen Halt zu machen. Demokratie, so wie ich sie verstehe, lebt von der Vielfalt der politischen Meinungen, dem Austausch von Argumenten, der offenen und fairen Debatte. Anders ausgedrückt, nicht immer nur ist gut, was sich manchmal in den engen Grenzen der eigenen politischen Heimat oder Koalition abspielt. Für mich sind all die Werte, die das Wort Demokratie umfasst, Wegweiser und ein Muss für meinen Dienst als Oberbürgermeisterin für unsere Stadt Ludwigshafen. Ich habe mir das Lied Wind of Change ganz persönlich gewünscht. Der Liedtext berührt mich in mehrfacher Weise. Er hält Hoffnung auf Frieden bereit. In einer Liedzeile heißt es, bring mich zu der Magie des Moments, wo die Kinder von morgen ihre Träume teilen, mit dir und mit mir, wo die Freiheitsglocke für den Frieden der Gedanken läuten wird. Ja, ich möchte Politik anders machen. Gerechter, ehrlicher, transparenter. Das wird mein Wind of Change sein. Dabei werde ich auch ertragen müssen, dass ich von dem einen oder anderen vielleicht als naiv abgetan werde. Doch ich werde allen meinen Kritikern Zeit geben, mich kennenzulernen. Denn neben einem langen Atem gehören auch Verhandlungsgeschick und Toleranz, und das sage ich ganz selbstbewusst, zu meinen Stärken. Ich konnte bereits in meinem Wahlkampf erfahren, dass ich parteiübergreifend sehr vertrauensvolle Sach- und Fachgespräche führen konnte. Es war sehr belebend und erfreulich zu erfahren, dass es die Liebe zu Ludwigshafen ist, die Parteigrenzen überwinden lässt.
Genau das wünsche ich mir. Wann immer wir zusammenarbeiten, sollen alle Ideen und Werte der jeweiligen demokratischen Parteien in die Diskussion eingebracht werden. Denn die Fähigkeiten des Perspektivwechsels und des empathischen Zuhörens sind wesentliche Bausteine einer lebendigen, vielseitigen, demokratischen Mitgestaltung. Nur daraus können die besten Lösungen für die jeweils anstehenden Herausforderungen und Probleme gefunden werden. Auch das wird der erneuernde Wind sein. Ich möchte noch einen weiteren Wind of Change erwähnen, der für mich sehr wichtig ist, nämlich Wertschätzung als Zaubermittel für Erfolg. Wertschätzung als schönste Belohnung, Wertschätzung als wichtigste Zutat für Gesundheit, Leichtigkeit und Fortschritt. Wie einfach das klingt. Und deshalb ist es auch in Dutzenden von Unternehmensbüchern beschrieben. Doch hier klaffen Theorie und Praxis auseinander. Weshalb? Ganz einfach, weil Wertschätzung nur gelesen, gedacht, aber viel zu wenig gelebt wird. Tag für Tag, immer und immer wieder. Das ausgesprochene Danke, der freundliche Blick, auch bei gemachten Fehlern, die Kunst der konstruktiven Kritik, um nur einige Punkte zu nennen, der wertschätzenden zwischenmenschlichen Kommunikation, sind Stiefkinder in vielen Unternehmenskulturen. Ich bin mir sicher, dass wir da auch in der Stadtverwaltung Ludwigshafen noch viel Luft nach oben haben. Meine ehrliche Wertschätzung für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jede einzelne Mitarbeiterin, auch das wird ein neuer Wind meiner Amtsführung sein. Er wird wohltuend, erfrischend und erfolgreich sein. Mir als Oberbürgermeisterin wird Raum für Eigeninitiative gewährt werden, werden Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen hohen Stellenwert erhalten. Mit mir als Oberbürgermeisterin werden nicht starre Regeln und unpersönliche Anweisungen die Arbeitsabläufe bestimmen, wird es keine fröstelnde Distanz zwischen der Führungsebene und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Schließlich sind viele Fachleute an der Basis zu finden und diese will ich anhören und auch fördern. Es wird insgesamt um Verbesserungen in den Arbeitsabläufen gehen, aber auch um wertschätzende Kundenorientierung, also Bürgerorientierung. Und das spart letztendlich auch Geld. Und nun zu meinem nächsten Element des Wind of Change. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt mit ihrem Engagement, mit ihrer Liebe zu unserer Stadt sind wichtige Mitgestalter. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ihr Wissen für unser Verständnis von gelebter Demokratie unerlässlich ist. Bekräftigt in meiner Überzeugung wurde ich schon vor ein paar Jahren durch James Surowiecki. Er ist der Autor des Buches »Die Weisheit der Vielen«. Der Kern dieses Buches ist in folgendem Satz zusammengefasst. Unter den richtigen Umständen sind Gruppen bemerkenswert intelligent. Sie sind oft klüger als die Gescheitesten der Mitte. Diese kollektive Intelligenz, also die Weisheit der Vielen, wird heute noch viel zu leicht übersehen bzw. ignoriert. Leider ist die Auffassung, dass der Durchschnittswähler keine wirkliche Ahnung davon hat, was es bedeutet zu regieren, gerade unter Führenden weit verbreitet. Und genau das verursacht meiner Meinung nach auch Wahlverweigerung viel zu vieler Bürgerinnen und Bürger. Daher wird mein Politikstil ganz entscheidend von einer guten, ehrlichen und aufsuchenden Bürgerbeteiligung geprägt sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Aufgaben werden all mein Können, all meine Kraft und eine gesunde Balance zwischen betriebswirtschaftlich Rationalem auf der einen Seite und kreativen und insbesondere emotional-sozial gerechten Handeln auf der anderen Seite erfordern. Ich werde den Bürgerinnen und Bürgern
mit all meiner Kraft dienen, um unsere Stadt erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ich bin mir sicher, dass Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte, mich genauso engagiert unterstützen werden wie meine Vorgängerin Frau Dr. Lohse. Wir brauchen insbesondere die Liebe zu unserer Stadt und ihren Menschen, um das Ziel zu erreichen, Ludwigshafen in neuer Strahlkraft erblühen zu lassen. Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger vertrauen auf einen neuen Wind. Wie sagte Bloch, man muss verliebt sein ins Gelingen. Ich oute mich jetzt. Ich bin verliebt in diese Stadt und ich liebe auch das Gelingen. Lassen Sie uns jetzt mit der Arbeit beginnen. Lassen Sie uns gemeinsam ans Gelingen gehen. Es ist mir eine große Ehre, Oberbürgermeisterin Ihrer Stadt zu sein. Es ist mir eine große Ehre, Ihre Oberbürgermeisterin zu sein. Und damit die Leichtigkeit auch immer ihren Platz bei unserer gemeinsamen Arbeit haben wird, möchte ich mit den Worten von Christiane Allert-Wipranitz enden. Ich für mich, du für dich, für das wir müssen beide etwas tun, einer allein kann wir nicht zusammenhalten. Ich danke Ihnen sehr herzlich und freue mich auf eine vertrauensvolle, konstruktive und damit erfolgreiche Zusammenarbeit.